gibt es einen extra Bonus für Geschenke und von einem Tarifvertrag können viele nur träumen. Das ist nur eins unserer Themen heute. Der Bundesarbeitsminister hat dieses Wochenende noch mal bekräftigt, dass er das geplante Gesetz für mehr Tarifbindung noch in diesem Jahr vorlegen will. Und das ist ja nicht mehr lang. Jetzt geht's mit Nordrhein-Westfalen in die 50er Jahre. Willkommen zurück in die schlechten alten Zeiten, heißt es für viele Frauen, wenn sie um 12.45 Uhr das Kind abholen, dann Mittagessen kochen, Hausaufgaben machen. Die Welt ist schwarz-weiß, wenn es um die Kinderbetreuung geht. Und Nordrhein-Westfalen gehört dazu den Schlusslichtern im Bundesländervergleich. Nur 55% der Grundschüler haben bei uns überhaupt einen Ganztagsbetreuungsplatz, also einen sogenannten OGS-Platz. Dabei brauchen Eltern viel mehr Unterstützung. Karriere machen sollen wir ja nebenbei auch noch. Aber ohne verlässliche Betreuung keine Chance. Darüber müssen wir reden. Mit jemandem, der 10 Jahre selbst Lehrer war und jetzt aber Oppositionsführer der SPD im NRW-Landtag und der in dieser Woche für einen NRW-Pakt Bildung trommelt. Jochen Ott, schön, dass Sie da sind. Eltern sind verzweifelt. Der würde wahrscheinlich zu Ihnen sagen, sind Und jetzt geht's zurück an den Ort, wo das Mittagessen vorhin nach der Schule gekocht wird, aber auch die besten Partys geschmissen werden. Am Ende landen wir doch immer in der Küche und diesmal in einer aus Ostwestfalen. Statistisch kommt fast jede Einbauküche, die in Deutschland produziert wird, von dort. Die Möbelindustrie ist für Ostwestfalen sowas wie der Stahl fürs Revier. Aber auch sie kämpft mit Strompreisen und Materialkosten. Und wenn die Branche einer ganzen Region schwächelt, dann müssen sich auch alle, die davon leben, warm anziehen. Küchen, Tische, Schränke, all das sponsert den Sportverein nebenan. Zumindest beim Fachkräftemangel hilft das Land tatsächlich. Ein neues Aus- und Fortbildungszentrum wird aus Steuermitteln mitfinanziert. Ich suche noch kurz die Cowboy-Stiefel. Wir sagen danke vom ganzen Team für Ihr Interesse und jetzt übernehmen wir die Kollegen von der Tagesschau. Schönen Abend.